Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Keller.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Max an. Dieser hat über Bite Away geschrieben, welches er mit 4,6 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Die finale Lösung gegen Stiche aller Art? Wer kennt es nicht? Es ist Sommer, tagsüber sind 30 Grad und am Abend öffnet man das Fenster nur für ein paar Minuten und schon hat sich eine ganze Mannschaft an Mücken im Haus eingefunden. Oder man sitzt draußen im Garten, am Feuer und man kann die Stechmücken am ganzen Körper spüren. Oft ist man nicht schnell genug, das Tier zu verjagen und schon ist man gestochen worden. Es ist nicht nur ein nerviges Jucken, sondern auch optisch ein Reinfall. Man muss mit geschwollener und zum Teil zerkratzter Haut herumlaufen. By the way verspricht die optimale Lösung für alle Leute, die genug von der nervigen Stecherei haben. Aber kann das von der Apotheke empfohlene Gerät wirklich, was es verspricht? Was ist der By the way Stichheiler? Bite Away ist, wie der Name schon verrät, ein Tool zur Bekämpfung von Stichen und Bissen. Es ist ein medizinisches Produkt, das Stiche von außen durch eine Wärme von etwa 51 Grad behandelt. Dabei hilft es nicht nur gegen Mückenstiche, sondern kann genauso gut gegen die Stiche und Bisse von Wespen, Bienen, Hornissen und Bremsen eingesetzt werden. Selbst bei Brennnesseln oder Quallenstichen ist Bite Away hilfreich. Anders bei Cremen oder Salben ist dieses Produkt total frei von Chemikalien und basiert nur auf Wärmeanwendung, erzeugt durch zwei AA-Batterien. Die Riemser Pharma GmbH. Hergestellt und verkauft wird By the Way von der Riemser Pharma GmbH. Das deutsche Unternehmen existiert seit 1992 und exportiert aktuell weltweit mit mehreren Standorten innerhalb und außerhalb von Deutschland. Auf der Insel Riems an der Ostsee wurde die GmbH anfangs gegründet und hat seit 1992 mehrere deutsche und auch belgische Unternehmen aufgekauft. Ihren Sitz hat Riemser Pharma GmbH in Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, wobei es etwa unter 400 Mitarbeiter beschäftigt und einen Jahresumsatz von 100 Millionen Euro in 2011 zu verzeichnen hatte. Neben By the Way stellen sie noch viele weitere Produkte her, darunter in den Feldern Onkologie, Hautkrebsbehandlung und Prävention, Infektiologie, also Infektionskrankheiten, Herz-Kreislauf, Dermatologie, also Hauterkrankungen, Rheumatologie, also Rheumaerkrankungen, Adipositas, Ernährung und Stoffwechselerkrankungen bei Übergewicht und noch viele weitere. Das macht Riemser Pharma GmbH zu einem sehr umfangreichen und erfolgreichen Unternehmen, wobei By the Way nur eins ihrer vielen anerkannten Produkte ist. Für wen ist der By the Way Stichheiler? Der kompakte Stick bietet Anwendungsmöglichkeiten für fast jeden. Vor allem ist das Gerät sehr nützlich für Leute, die gerne campen, wandern oder einfach Zeit im Sommer draußen verbringen wollen. Wenn man Zeit in der Natur verbringt, ist das attackiert werden durch Mücken und oft auch andere stechende Insekten schon so gut wie vorprogrammiert. Ab und zu kommt es vor, dass die Kinder in Brennnesseln laufen und genau da kommt By the Way zum Einsatz. Auch für Leute, die nicht so viel Zeit in der Natur verbringen, ist By the Way vom Vorteil, denn ein offenes Fenster allein reicht schon, um Opfer der Blutsauger zu werden. Man kratzt sich über Nacht im Schlaf die Haut auf und tagsüber sind die Stichwunden eine reinste Nervensäge. Auch dort ist By the Way die Lösung, einfach morgens anwenden und der Tag kann gut losgehen. Selbst für Allergiker und Schwangere ist By the Way eine Option, da keine Chemikalien verwendet werden. Für Kinder ab 12 Jahren empfohlen, gibt es eine extra Einstellung am Gerät. Hier werden dann statt den üblichen 6 Sekunden nur 3 Sekunden angewendet. Jedoch bleibt dann immer noch die Frage, ob die 51 Grad nicht doch zu heiß für ein Kind sind. Das kann von Fall zu Fall unterschiedlich ausfallen. Am besten ist es, wenn eine Eigenanwendung durch das Kind stattfinden kann. Außerdem lässt sich die Keramikplatte, welche auf dem Körper angewendet wird, leicht reinigen und desinfizieren, was das Benutzen von mehreren Personen mit demselben Gerät ermöglicht. Mein By the Way Stichheiler Test. Meine By the Way Erfahrungen. Ich lebe in einer ländlichen Gegend, ein Haus mit Garten und überall herum befinden sich Wiesen und Felder. In diesem Umfeld habe ich außer im Winter eigentlich immer mit aggressiven Insekten zu tun. Bei einem Wochenende, Zelten am See, hatte mein Bruder den By the Way im Gepäck. Am Abend, wo das Stechen am Feuer losging, gingen wir den Stichheiler Test an. Er schlug sich sehr gut. Dort hatte ich meine erste By the Way Erfahrung. Ich war begeistert zu sehen, wie die roten Punkte einfach wieder kleiner wurden und gar nicht erst angefangen haben, richtig zu jucken. Jedoch kostete es mich am Anfang erst einiges an Überwindung, die 51 Grad für 6 Sekunden darauf zu halten. Deshalb entschied ich mich, mit der Kinderstufe anzufangen. Später habe ich die vollen 6 Sekunden durchgezogen. Es ist für eine kurze Zeit unangenehm, doch das ist mir definitiv viel lieber, als an einem lang anhaltenden Juckreiz leiden zu müssen. Am nächsten Morgen stellte ich einige Stiche vom Vorabend fest, welche ich vorher noch nicht bemerkt hatte. Nach der Behandlung mit dem By the Way stellte ich fest, dass es nicht so gut wie am Vorabend funktionierte.
Nach weiteren Versuchen an den anderen Stichen wurde klar, dass Bite Away auf frische Stiche viel besser wirkt, als auf denen, die bereits seit einer Weile vorhanden sind. Trotzdem hat es auch auf den älteren Stichen geholfen, jedoch leider nicht im vollen Ausmaße. Das Anwenden auf Bienen-, Wespen- oder Quallenstiche konnte ich glücklicherweise noch nicht ausprobieren, aber dafür leider auf Brennnesseln. Beim Spazieren mit dem Hund bin ich aus Versehen in eine Brennnessel gelaufen, auf die Wunden habe ich zu Hause direkt den Bite Away angewendet und konnte nach zweifachem Draufhalten schon eine starke Linderung des Juckreizes feststellen. Bite Away Review, mein Fazit vom Bite Away Test. Alles in allem bin ich sehr begeistert und zufrieden mit der Funktionsweise und Wirksamkeit. Ich kann mir schon gar nicht mehr vorstellen, wie ein Sommer ohne den Stichheiler aussieht. Für so wenig Geld ist es auf die Dauer weitaus günstiger als jede Creme und noch tausendmal effizienter. Der einzige Nachteil am Bite Away ist, dass man sich mit der heißen Temperatur abfinden muss, aber ansonsten ist es einwandfrei. Der Stick ist zudem sehr solide gebaut, die Anwendung ist simpel und die ersten Batterien hielten bei mir ungefähr 4 ganze Monate. Mit dem Bite Away ausgestattet, kann der nächste Zelturlaub auf jeden Fall kommen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.